Was du hier siehst, ist ein Feuersalamander. Hallo, ich bin Jense Christ. Und wenn du jetzt sagst, ein Feuersalamander ist doch ein Tier und kein Auto, dann hast du recht. Allerdings sieht das Auto so ähnlich aus wie ein Feuersalamander und deswegen hat das Auto den Spitznamen Feuersalamander. Es handelt sich hierbei um einen American LaFrance Speedster oder auch American LaFrance Simplex. Gebaut wurde das Auto von der Firma American LaFrance, kurz ALF. Ich persönlich denke ja bei ALF an eine außerirdische Lebensform, die gerne Katzen mag. Aber einige andere Leute denken da an Feuerwehrautos oder Rennwagen. Denn die Firma American LaFrance hat überwiegend Feuerwehrautos und Rennwagen produziert. Dieser Speedster hier ist ein Rennwagen und steht im Technikmuseum Sinsheim. Die ersten Autos dieser Art wurden 1917 gebaut. Und dieses Auto hat doch sage und schreibe 100 Pferde unter der Haube. Ich frage mich, wo die alle stecken. Wahrscheinlich stecken die alle in den Sechszylindermotor. Und wie es aussieht, sind es relativ kleine Pferde. Das Auto besitzt zwei Sitze und hinter den beiden Sitzen ist der Tank. Und dahinter ist nochmal ein Reserverad. Der Wagen, den du hier siehst, der hat 1933 an der Rallye Great Race, also das große oder großartige Rennen, quer durch die USA teilgenommen und ist noch immer eine Attraktion bei Rennveranstaltungen. Übrigens habe ich bei diesem Video mal keine Musik in den Hintergrund reingespielt, sondern die Motorgeräusche von diesem Auto. Du findest hier übrigens eine Playliste von Technikmuseum Sinsheim. Da findest du noch weitere Autos oder Flugzeuge oder was auch immer. Schau doch noch mal rein, wenn es dich interessiert. Ansonsten lass positives Feedback da und ich wünsche dir jetzt noch Gottes Segen.